Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video von uns. Die letzten Videos waren allesamt neu und das ist auch der Anspruch für die Zukunft. Ich werde also viele, viele neue Videos für euch produzieren und ab und an wird es wie heute mal ein Reload geben, also ein Video, was bereits schon mal hochgeladen war, aber bisher noch keinen Audiokommentar hatte. Heute gibt es also viel Geschichte für euch. Ich habe viel recherchiert, bleibt also gespannt. Und wenn ihr Bock habt auf ein bisschen verlassene Orte und Geschichte, dann bleibt ihr am besten eingeschaltet. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und in diesem Video zeigen wir euch eine ehemalige Munitionsanstalt. Munitionsanstalten gab es und gibt es seit vielen Jahrzehnten hier in Deutschland, wobei die meisten erst mit der Machtübernahme Adolf Hitlers und der damit verbundenen militärischen Wiederaufrüstung Deutschlands ab 1933 entstanden. Die anderen frühen Anlagen entstanden teilweise schon im Kaiserreich ab 1871. In den teilweise mehreren Hektar großen Objekten, die man zur Tarnung in Waldgebiete außerhalb der Stadt angelegt hatte, bauten Soldaten hauptsächlich Sprengkörper aus den verschiedenen angelieferten Bestandteilen zusammen. Anschließend ging die scharfe Munition entweder per Zug zur Verwendung aus oder wurde in den eigenen Bunkeranlagen sicher eingeliefert, bevor man sie dann zur Verwendung gebracht hatte. Die hier gezeigte Anlage entstand 1936 und diente ab Fertigstellung hauptsächlich zur Einlagerung von Munition für den Luftkrieg. Insgesamt bestand das Gelände aus rund 100 Lager- und Technikbunkern. Außerdem befanden sich auf diesem riesigen Gelände Munitionsarbeitshäuser, Luftschutzdeckungsgräben, Kasernengebäude, eine Kommandatur, eine eigene Feuerwache sowie diverse Kfz-Garagen, ein Lokschuppen und diverse Wachgebäude. Thema Wachgebäude: Im Dritten Reich übernahm die SS die Überwachung dieser großdimensionierten Anlage. 1942 erweiterte man die Anstalt um eine Füllstation, außerdem kamen weitere Bunkeranlagen hinzu und die wichtige Gleisanbindung wurde endlich realisiert. 3 Jahre später, nach dem Krieg, übernahm erst die Rote Armee die Anlage, welche unter strengster Geheimhaltung vor allem Artilleriemunition hier zwischenlagerte. Selbst Anwohner umliegender Dörfer wussten zwar von der Anlage, wussten allerdings nicht, was hier tatsächlich geschah. Erst nach der Wende wurde das Ganze hier offengelegt. Die frisch gegründete Nationale Volksarmee übernahm dann ab 1957 einen Teil des Lagers. Nach dem Ende der DDR 1990 und dem 3 Jahre späteren Zerfall der Sowjetunion wurden auch die letzten Truppen der Roten Armee nach fast 50 Jahren Besatzung 1993 abgezogen. Anschließend übernahm die Bundeswehr die Anlage und nutzte den Standort weiter zur Einlagerung von Munition für Handfeuerwaffen und Artillerie. Für diesen Zweck investierte der Bund rund 15 Millionen Euro, bis man den ohnehin nur partiell genutzten Standort 2011 aufgab. Außerdem übernahm in der Wendezeit der VEAB, also der volkseigene Erfassungs- und Aufkaufbetrieb, der von Privatpersonen, meistens Landwirten, Obst und Gemüse abkaufte, einige wenige Munitionsbunker zur Aufbewahrung von Äpfeln und Zwiebeln. Heute steht der größte Teil der Anlage ungenutzt umher und verfällt stark. Mehrere Projekte zur Neunutzung wie ein geplanter Wildpark scheiterten. Wobei man bei dem Bewuchs schon eher mit einem Wildpark statt mit einem Munitionslager rechnen kann, auch wenn es nicht offiziell ein solcher Park ist. Ich verabschiede mich jetzt zum Schluss noch mit 1-2 Bildern und hoffe, wir hören und sehen uns im nächsten Video wieder. Abonniert unseren Kanal, wenn ihr Bock habt auf weitere Videos. Macht's gut, bis dahin und ciao.